Hallo und herzlich willkommen bei uns am Malanchthon-Gymnasium. Mein Name ist Felice, ich bin hier Schülerin und zeige euch heute, was wir hier Tolles erleben. Jeden Tag aufs Neue. Unsere Schule ist eine sehr, sehr kleine Schule. Das heißt, es geht hier alles sehr persönlich zu. Ja, fast wie in einer großen Familie. Kommt doch mit und schaut euch an, was wir hier so lernen und was für Werte wir verbinden. Hi! Ja, wo kommst du her? Ich hatte gerade Verkaufsdienst in der Straßenbahn. War viel los? Ja, die Kleinen, die freuen sich doch immer so. Du, wir haben gleich Latein, lass uns schon mal losgehen. Ja. Sabine Discipuli et Discipulex. Scheiße Magister! Kommt sie die Berg. Latein ist sicher nicht tot. Bei uns wird die Sprache ganz schön lebendig unterrichtet. Letizia! Warum sollen wir denn eigentlich Latein lernen? Was bringt mir das für mein zukünftiges Leben? Latein ist mehr als eine Sprache. Latein ist eine ganz eigene Welt, zu der ihr den Schlüssel bekommt. Eigentlich noch mehr, ihr bekommt einen Schlüsselbund für weitere Welten. Und ihr bekommt Zugang zu großen Denkern und Gedanken der Antike, auf der die europäische Kultur fußt. Kann ich mit Latein leichter andere Sprachen lernen? Selbstverständlich. Denn die romanischen Sprachen Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch basieren auf dem Lateinischen. Und wenn ich Latein kann, kann ich diese Sprachen sehr viel leichter lernen. Latein ist ganz schön praktisch. Man versteht plötzlich ganz viele Sprachen. Hört mal. Io amo Latin. Lingua latina est interessante. Le latin c'est génial. Amo la lingua latina. El latin es fascinante. Servus, grüß dich. Ich bin's Leo, ich bin der Schülersprecher. Ich bin der Konstantin, gerade frisch in die 5. Klasse gekommen. Cool, dass du da bist. Latein ist ja eben wieder richtig schnell rumgegangen, oder? Ja, aber was ist eigentlich, wenn man in einem Fach nicht so gut zurechtkommt? Das ist überhaupt kein Problem. An der Schule haben wir ein Förderprogramm, das von Schülern für Schüler ist. Wenn du ein Problem mit einem Fach hast, dann wendest du dich an deinen Lehrer und der kümmert sich dann um alles. Hi! Servus! Oder meistens kommen die Lehrer auch auf dich direkt zu. Cool! Servus, hi! Warum kenne ich hier eigentlich alle? Ja, das liegt daran, dass wir eine sehr kleine Schule sind. Wir sind nur ca. 550 Schüler. Das ist wie eine große Familie. Du wirst sehen, du wirst dich hier auch bald sehr schnell wohlfühlen. Cool. Nun aber genug geplaudert, lieber Konstantin. Wir gehen jetzt los in den Griechischunterricht und lassen dich in die Zukunft gucken. Denn dieses Fach bekommst du erst ab der 8. Jahrgangsstufe. Wieder ist der aller Griechen Warum sollen wir eigentlich Griechisch lernen? Felice, das ist eine sehr gute Frage, die sich vielleicht viele stellen. Griechischunterricht ist ideal dazu geeignet, fit zu machen für die digitalisierte und globalisierte Welt der Gegenwart und der Zukunft. Warum ist es so? Griechisch bildet ein breites Orientierungswissen. Wir lesen Originallektüre, die sich mit den Grundlagen unserer europäischen Philosophie, Kultur und Tradition beschäftigt. Warum zwei alte Sprachen? Latein und Griechisch ergänzen sich ideal. In Latein werden bereits sprachliche Grundlagen gelegt. An die Wurzeln wirklich unserer europäischen Tradition kommen wir nur über das Griechische heran. Abgesehen davon, für eine globalisierte, digitalisierte Welt ist Griechisch auch eine perfekte Vorbereitung, eine fundierte Allgemeinbildung, ein breites Wissen, eine gute sprachliche Ausbildung ist etwas, was einen immer trägt und man kann sehr, sehr schnell sich auf Neues einstellen, aber auch dieses ständig Neue kritisch hinterfragen. Ist Griechisch schwierig? Man schreibt ja auch ganz anders. Nein, die griechische Schrift ist kein Problem. Das griechische Alphabet hat 24 Buchstaben, sogar zwei weniger als unseres. Und viele Buchstaben sind auch ganz gleich wie in unserem Alphabet. Andere Buchstaben sind dann aus dem Matheunterricht schon bekannt. Nach etwa 1 bis 2 Wochen kann jeder Schüler fließend lesen und schreiben. Man muss also keine Angst haben vor der Schrift, sondern man kann sich stattdessen freuen, eine neue Geheimschrift kennenzulernen. Was hat es eigentlich mit der Eule im Schullogo auf sich?
Ja, die Eule war schon in der Antike ein beliebtes Motiv aus den Münzen aus Athen. Die Währung hieß damals Drachme. Aber auch heute sind auf den griechischen 1-Euro-Stücken wieder auf der Rückseite Eulen abgebildet. Die Eule war nämlich das heilige Tier der Göttin Athene. Die Göttin Athene wiederum war, wie der Name schon sagt, die Schutzgöttin der Stadt Athen. Außerdem die Göttin der Weisheit und der Klugheit, weshalb sich die Eule auch als Maskottchen für unsere Schule natürlich besonders eignet. Also ich habe jetzt Griechisch auch in der Oberstufe weitergewählt, weil mich einfach besonders zwei Aspekte ganz besonders faszinieren. Zum einen eben die philosophischen Denkanstöße, die auch einfach heute noch ihre Aktualität haben und dass man da im Unterricht dann drüber diskutiert und seine eigene Meinung äußern kann. Und zum anderen, dass einfach so viele Wörter aus dem Altgriechischen kommen, wie jetzt zum Beispiel Biologie, Horbios ist das Leben und Horlogos ist die Lehre. Und ja, das ist einfach wirklich faszinierend und man lernt wirklich viel dazu. Außerdem ist auch sehr interessant, dass in Athen die erste Demokratie der Welt überhaupt war und dass man dann in den Texten auch drüber erzählt, was in Athen da genau Demokratie ist, was Demokratie überhaupt heißt, das Wort kommt auch aus dem Griechischen, und was eben auch die Unterschiede zu einer heutigen Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, sind. Ich hatte ja anfangs sehr große Schwierigkeiten mit Griechisch und habe es dann trotzdem in die Oberstufe weitergewählt, weil ich dann verstanden habe, dass es doch gar nicht so schlimm ist, wenn man sich darauf einlässt, und hatte dann auch die Motivation weiterzulernen, weil es einfach beeindruckend ist, dass man auch so viel fürs Leben dazu lernt, auch von der ganzen Mythologie, von den Geschichten. Was gefällt dir in Latein und Griechisch am besten? Ich denke, das müssen die vielen spannenden Geschichten sein, die man tatsächlich in Originalsprache lesen kann, und die Abenteuer, die man dabei erlebt. Langweilig wird's da eigentlich nie. Und wenn ich mal Hilfe brauche, ist sofort jemand da und ich werde nicht nur nach Noten beurteilt. Und du? Was ich ganz spannend finde, sind die Reisen in andere Kulturen, wie zum Beispiel unsere Griechenlandfahrt oder unsere Londonfahrt oder unsere Romfahrt. Ebenfalls cool fand ich den Schüleraustausch nach Glasgow und nach Dänemark. Ebenfalls erwähnenswert ist der nach Israel. Hi Felice, would you like tea or coffee? No thanks, I'm fine. Aber ich hätte eine Frage an Sie. Warum lernen wir denn Englisch erst als zweite Fremdsprache? Ja, zunächst mal, wir haben ja Latein hier in der Schule und können auch von Latein sehr viel profitieren, weil in Latein werden wichtige Grundlagen gelegt, die wir im Englischunterricht brauchen können. Da haben wir wichtige grammatikalische Strukturen. Die Kinder lernen auch Vokabeln zu trainieren und haben eine gewisse Struktur bei der Arbeit mit den Sprachen. Und was ist der größte Unterschied zwischen Latein als eine alte Fremdsprache und Englisch als moderner Fremdsprache? Im Englischunterricht steht der Schüler mehr mit seiner Lebenswelt im Mittelpunkt. Das heißt, er beginnt auch über seine eigene Welt zu sprechen. Und wir haben Alltagssituationen, haben einen kommunikativen Ansatz, den man in alten Sprachen nicht so hat. Aber das macht einen ganz kleinen Unterschied aus. Ja. Und entsteht mehr ein Nachteil dadurch, Englisch als eine zweite Fremdsprache zu lernen? Das glaube ich nicht. Und wir sehen das auch in den Ergebnissen, die wir in der 10. Klasse haben. Spätestens so ungefähr um die 10. Klasse, Jahrgangsstufe herum, haben wir in etwa das gleiche Niveau im englischen Unterricht wie an anderen Schulen, an denen Englisch als erste Fremdsprache gelernt wird. Und im Abitur, wo wir die gleichen Tests haben, schneiden wir überdurchschnittlich gut ab. Das zeigen die Vergleichswerte in Bayern. Eigentlich relativ leicht. Auch, weil man sich vieles vom Lateinischen ableiten kann. Und es macht auch sehr viel Spaß. Also am besten im Fach Englisch gefällt mir, dass man es eigentlich fast mit jedem sprechen kann, weil es auch jeder in der Schule lernt. Jetzt haben wir schon viele Sprachen betrachtet, aber auch die Mathematik kommt bei uns nicht zu kurz. Wir haben genauso viele Stunden Mathe wie alle anderen Nürnberger Schulen auch. Schließlich schreiben wir am Ende auch das gleiche Abitur. Spannende Experimente gibt es bei uns in Chemie zu sehen. Die Naturwissenschaften haben ebenfalls einen großen Stellenwert bei uns an der Schule. Jetzt seht ihr ein paar coole Experimente aus der Chemie. Die Zauberschrift, Blaukrautsaft, Luminol, Bierherstellung und ein Wasserstoffballon. Viel Spaß dabei.
Unser Motto ist es hier, Chemie erlebbar zu machen für den Alltag, damit man dann auch nach der Schule dafür gewappnet ist, weil uns Chemie nämlich überall begleitet, in allen Bereichen des Alltags. Und das zentrale Medium in der Chemie, wie in vielen naturwissenschaftlichen Fächern, ist das Experiment, mit dem man viele Dinge im Alltag eben sichtbar machen kann. Ach ja, was in unserer Schule noch einzigartig ist, ist, dass wir eine überregionale Bibliothek mit über 500 Jahre alten kostbaren und seltenen Büchern haben. Das Melanchthon-Gymnasium hat eine 40-jährige Partnerschaft mit dem Nürnberger Hockey- und Tennisclub. Dank diesem können wir über zahlreiche Titel in Bundesebene und nationaler Ebene mitspielen. Und beim Nachhilfeunterricht helfen Schülerinnen und Schüler anderen Schülern. Wir haben auch einen Schulsanitätsdienst. Theater. Und Chor. Ein Schulradio. Und wir haben natürlich auch einen Elternbeirat. Wir hoffen, dass wir Sie und euch für unser Melanchthon-Gymnasium begeistern konnten. Stopp, warte mal. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Das letzte Wort hat immer unser Direktor, Herr Dr. Lind. Ah, ja, stimmt. Hallo, kommt rein. Schön, hallo. Dass ihr da seid. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe Eltern, bald persönlich kennenlernen könnten. Wenn Sie noch mehr über unsere Schule wissen möchten, dann klicken Sie sich doch einfach durch die anderen Videos auf der Homepage durch oder Sie schreiben eine Mail, rufen an. Am besten kommen Sie persönlich vorbei, kommt ihr persönlich vorbei, dann können wir uns unterhalten. Ich führe Sie durchs Schulhaus, Sie können sich alles anschauen. Alles Gute, Gesundheit, bis bald bei uns am Melanchthon-Gymnasium.